Also mir gefällt die ja. Aber wir haben in Deutschland in letzter Zeit ja nicht gerade sehr viel Fortune, was große Bauprojekte angeht. Interessanterweise ist es immer dasselbe Muster. Erst wird eine ganz großspurige Planung gemacht und ein Entscheidungsmodell. Hier im Falle der Elbphilharmonie war die Sache eigentlich ganz klar. Ein Prestigebau sollte her. Ein Wahrzeichen, ein neues für die Stadt Hamburg. Dass das teuer werden würde, war wahrscheinlich jedem klar, der für das Bauwerk gestimmt hat. Doch dann plötzlich wurden irgendwann die Kosten höher als geplant. Und der Ruf wurde jetzt laut, der Bau sollte plötzlich wirtschaftlich werden. Das stand vorher gar nicht zur Debatte. Ist eigentlich ganz amüsant, ne? Erst war die Elbphilharmonie toll und jetzt ist sie schlecht. Dabei ist das Gebäude noch genau dasselbe wie vorher. An der Realität hat sich tatsächlich gar nichts geändert. Nur an der Art und Weise, wie wir sie betrachten. Also für mich sind nicht diejenigen die Deppen, die diesen vergeigten Kasten geplant haben. Für mich sind diejenigen die Deppen, die an diese Planung geglaubt haben.